Pokémon 151 feiert am kommenden Freitag, den 22. September, offiziellen Release. Und ihr habt die Chance, aus etlichen Produkten zu wählen, in denen die neuen Booster stecken. Aber da kommt ja schnell mal die Frage auf, was brauche ich eigentlich? Und was lohnt sich denn so zum Öffnen? Und was muss ich sonst noch so beachten? Genau dafür ist dieses Video hier da. Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greeby von Gigalabastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und ich gehe hier mal so ein bisschen auf die einzelnen Produkte ein und will nochmal prüfen, wie gut ist die Erweiterung eigentlich jetzt wirklich. Pokémon 151 bringt die allerersten Pokémon zurück und nummeriert auch einmal komplett durch. Wir beginnen mit Bisasam als Nummer 1 und enden mit Mew EX als Nummer 151. Viele Karten wurden im Laufe der letzten Wochen ja schon auf den offiziellen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Aber was das besonders Schöne an dem Set ist, das ist die große Bandbreite an Illustration Rares oder auch Special Illustration Rares von Pokémon und Trainern. Ich möchte euch natürlich jetzt nicht zu viel vorab verraten, aber so ein kleiner Blick mal hier, ja, Nidoking zum Beispiel oder Enton, das sind schon echt schicke Artworks. Ich finde per se die Idee eines solchen Sets ziemlich, ziemlich nice. Ich bin auch Gen-1er, das heißt, ich bin mit dieser ersten Generation groß geworden. Und ich sag mal so, wenn jetzt jemand sagt, das ist gar nicht meins, es ist ja Potenzial da, dass wir vielleicht dann demnächst dann auch ein Set zu Johto bekommen oder zu Hoenn, dass jetzt Stück für Stück die unterschiedlichen Generationen mal eine komplette Erweiterung für sich bekommen. Das wäre natürlich optimal für alle, glaube ich. Aber wir dürfen gespannt sein. Die Qualität weiß zu überzeugen bei den Artworks von dem, was ich bis jetzt sehen konnte. Und ich sage auch mal so, ich bin recht froh, dass bei so einem Sonderset, was ja hier der Fall ist, dass es auch diese große Bandbreite an Sets gibt. Da schauen wir gleich mal ein bisschen genauer hin. Wie gut die Pull-Rate sein wird, das muss man erstmal noch abwarten. Schon jetzt scheint aber klar zu sein, dass wir wohl zum ersten Mal in unserem Sprachraum God-Packs bekommen wird. Also God-Packs in leichterer Form. Was sind God-Packs? Im Japanischen gibt es die schon ein bisschen länger. Jede Karte ist in einem solchen Booster-Pack ein Hit. Also göttlich sozusagen, ja, wenn alle Karten immer ein Hit sind. Bei uns wird das wohl etwas abgespeckter sein. Ihr habt die Chance auf ganze 3 Hits hintereinander. Wie es aussieht, betrifft das wohl die Starterreihe in ihrer besonderen Illustration-Rare-Form. Booster findet ihr natürlich in allen möglichen Produkten und auch bei diesem Set wird eine Menge veröffentlicht. Ich empfehle ja zum Start persönlich immer die Top-Trainer-Box. Im Englischen nennt die sich immer Elite-Trainer-Box. Die kostet 59,99 € in der unverbindlichen Preisempfehlung und da sind dann immer direkt 11 Booster-Packs mit dabei. Ihr erhaltet außerdem noch Kartenhüllen, ihr bekommt noch ein bisschen Spielzubehör und, wie ich finde, auch eine sehr, sehr schöne Relaxo-Promokarte. Die macht schon echt was her, darf nicht fehlen. Die ist im Japanischen, glaube ich, direkt mit dem Set gewesen und wir bekommen sie als Promokarte. Außerdem muss man ganz klar sagen, ihr habt dann diese Aufbewahrungsbox noch mit dazu, die ihr dazu bekommt. Ja, da könnt ihr dann auch die Karten ein bisschen da verstauen. Insofern ein gutes Set, finde ich, um auch erstmal einzusteigen und die ist auch hier und da immer mal ein bisschen im Angebot. Könnt ihr mal Augen offen halten, jetzt vor kurzem erst wurde sie auch bei Amazon tatsächlich zum Vorbestellen günstiger angeboten. Ich glaube mittlerweile dürfte das Angebot ausverkauft sein, also wer da jetzt aktuell schaut, vorsichtig bitte dann nicht bei überteuerten Dritthändlern kaufen. Aber so eine Top-Trainer-Box, die macht auf jeden Fall was her, die darf eigentlich zum Start in so einer Erweiterung nicht fehlen aus meiner Sicht. Und abgesehen davon muss man auch sagen, selbst für 60 € für einen Auftakt kann man das mal mitnehmen. Ja, das macht wirklich Spaß zum Öffnen. Der Boosterpreis ist auch vollkommen fein. Verteilt jetzt mal auf die Box mit dem Zubehör, da machst du nichts verkehrt. Und du unterstützt vielleicht sogar dann auch deinen Händler vor Ort, wenn er jetzt sagt, er verkauft sie für die unverbindliche Preisempfehlung. Schauen wir aber direkt mal hier auf die nächste Box, nämlich die Booster-Kollektion. Ja, die kostet, Achtung, nicht wundern, keine 14,99 €, sondern bei uns kostet die 18,99 €. Ich finde es ein bisschen teuer, wenn ich ehrlich sein soll. Und die kommt daher mit 3 Boostern leider nur. Das finde ich ein bisschen schade. Dafür aber den Promokarten hier. Mit Bisasam, Glumanda und auch Shiggy, den 3 Kanto-Startern. Die haben auch dann ein besonderes Holofoil. Und dann gibt es halt noch ein krasses Poster dazu, wo auch nochmal alle Karten zu sehen sind. Oder zumindest die Artworks aus dem Set. Das ist natürlich schon was, gar keine Frage. Qualität kann ich jetzt an der Stelle natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, das ist ein sehr cooles Präsent, das ist ein cooles Geschenk, was man mal jemandem geben kann, wo man weiß, der freut sich darüber. Als Set so an sich, wenn man sagt, ich möchte gerne Booster öffnen, würde ich es jetzt so spontan gar nicht mal empfehlen. Also die Promokarten sind nice, deswegen hole ich es mir auf jeden Fall.
Aber 18,99 ist jetzt auch nicht gerade günstig für drei Booster. Ja, klar, Promo hin und her. Ja, muss man sich schon zweimal überlegen. Aber ey, wenn ihr das anders seht, ne, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst auch schon mal gerne ein Like und ein Abo da. Unterstützung ist immer gerne gesehen, ist kostenlos, geht schnell und es hilft mir wirklich ungemein. Also vielen, vielen Dank euch. So, ansonsten haben wir noch ein Produkt, das ich persönlich am aller coolsten finde, glaube ich, bis jetzt. Es gibt nämlich die Ordnerkollektion. Die habe ich euch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Ich hoffe, das Bild lädt jetzt hier halbwegs schnell. Nee, es braucht eine Weile. Aber ich erzähle euch trotzdem schon mal, was es jetzt hier genau auf sich hat damit. Das ist eigentlich ein richtiger, guter, auch qualitativ hochwertiger Ordner, um eure Booster dann zu sortieren, einzusortieren, die ganzen Karten. Und ihr bekommt natürlich nicht nur den Ordner, sondern auch noch dazu 4 Booster-Packs. Und ich bin sehr, sehr happy, dass wir diesmal einen hochwertigeren Ordner bekommen als noch bei Celebrations. Da war das nur ein relativ kleiner mit nur 4 Fächern, auch in so einem silbrigen Material, was ich irgendwie nie so sehr mochte. Hier ist es sehr edel mit den schwarzen Seiten. Das Einzige, was noch ein bisschen fehlt bei dem Ding, ist ein Reißverschluss. Ja, das wäre dann nochmal die Extraklasse. Hier ist es nur dieser Gummi-Umschlag, wie auch immer, wo er das so drüber klemmt. Ja. Das ist okay, kann man machen. Ich habe festgestellt bei den Ordnern, dass da manchmal die Farbe im Laufe der Zeit ein bisschen abblättert. Aber ich finde es ziemlich nice, weil es natürlich auch vom Design her perfekt zu der Erweiterung passt. 24,99 ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, ich gucke mal schnell nach, ob das bei dem Preis auch bei uns bleibt. Nee, bei uns ist es ein bisschen teurer, sehe ich gerade. 32,49 €, ihr Lieben. 32,49 € ist natürlich schon UVP ein bisschen heftig. Wenn ihr es günstiger bekommt für um die 25 oder 28 Euro, dann macht da erst recht nichts verkehrt. Aber ich denke, dass selbst bei den 32 €, ich sag mal, für so einen Ordner, was bezahlst du da so? Um die 20 €, I guess, würde ich jetzt mal annehmen, ja. Und dann noch die 4 Booster, jeweils 5 €, ja, da bist du ja auch schon dabei. Also von daher passt es schon. Kann man mitnehmen, finde ich cool, weil ihr da auch direkt eure Karten einsortieren könnt. Ich mag das sehr. Sehr, sehr cooles Produkt. Dann sehr, sehr wichtig für alle, die sagen, ich will jetzt auch richtig reingrinden. Ich will ganz, ganz viele Booster öffnen. Ich will alle Karten ziehen aus dem Set und auch die ganzen seltenen. Das ist euer Ding hier. Das Booster Bundle, ja. Das wird es vielleicht nicht so schnell geben. Vielleicht ist es doch zum Release schon da. 29,99 € kostet das gute Stück. Das sind 6 Booster Packs mit dabei und das heißt, ihr bezahlt 5 € pro Booster, so wie ihr es bezahlen würdet, wenn es die Booster einzeln zu kaufen gäbe. Das ist ja nicht der Fall, aber ich sag mal so, 6 Stück in so einem Bundle kann man direkt mitnehmen, sind dann auch entsprechend ungewogen, das macht es ganz reizvoll und ihr habt dann hoffentlich da auch die Chance auf tolle Hits. Deswegen ist das Produkt definitiv für diejenigen, die schon eine Top-Trainer-Box ausgepackt haben, die schon ihren Ordner parat haben und jetzt sagen, ich möchte unbedingt hier dieses Set vervollständigen. Oder auch diejenigen, die sagen, der Rest ist mir zu teuer, ich hätte aber trotzdem ein bisschen was, um schon mal ein paar schöne Karten zu ziehen. Ich denke, mit 6 Boostern ist da bestimmt der ein oder andere Hit schon mit dabei. Kommt man, glaube ich, nicht drum rum als Sammler, ja? Also das ist so ein Ding, wo man auch, wenn man schon angefangen hat mit dem Set, nochmal richtig schön Nachschlag sich holen kann. So wird es bei mir auf jeden Fall laufen. Ja, und dann haben wir natürlich noch die absolute Meisterklasse. So kann man es, glaube ich, betiteln. Die Ultra-Premium-Kollektion, ihr Lieben. Das ist ein Set, das hat es schon mal gegeben zu Celebrations-Zeiten. Jetzt gab es ja vor kurzem die Glurak Ultra Premium Kollektion, die ja auch hier und da im Angebot mittlerweile ist. Hier haben wir aber wieder ein Sonderset und da gibt es nochmal ein paar Besonderheiten, logischerweise. Ja, ihr bekommt hier natürlich wieder eine tolle Schachtel, ihr bekommt das ganze Spielzubehör, ihr seht das hier mit den Münzen. Ihr bekommt aber auch Promokarten, die gab es bei Glurak natürlich auch. Ihr habt zum Beispiel die Mew Alt Art oder auch eine Mewtwo Illustration Rare. Entschuldigung, Special Illustration Rare bei Mew, nicht verwechseln, ist nochmal ein Unterschied, aber es ist ein anderes Artwork. Und ihr bekommt auch die Mew Goldkarte, die Mew EX Goldkarte, aber die ist eine Metallkarte, ja. Das gab es auch schon bei Celebrations mit dem Pikachu und dem Glurak. Die sind hier nochmal gezeigt, die beiden. Hier seht ihr sie. So wird es dann auch bei dem Mew aussehen. Und ich glaube, das könnte ein Zünglein an der Waage sein, dass es dieses Set hier vielleicht gar nicht so häufig bei uns dann gibt, wie wir uns das wünschen. Wenn ihr das Ding seht, das kostet 160 € in der unverbindlichen Preisempfehlung. Nehmt es mit.
Da macht ihr nichts verkehrt. Ihr habt 16 Booster da drin. Da könnt ihr eine Menge auspacken. Es ist sehr, sehr teuer, definitiv. Für Kinder vielleicht jetzt nicht zwingend das Set. Ja, da muss man schon lange für Taschengeld sparen. Das ist schon so. Vielleicht, wenn der Weihnachtsmann ganz großzügig ist, ist das vielleicht was für Weihnachten. Ansonsten spricht das Teil natürlich vor allem die Hardcore-Sammler an, ja. Ihr habt eine wunderschöne Spielmatte und ihr könnt das hier auch sehen, die ist genäht an den Rändern. Das war nicht immer so, ja. Da konnte es dann immer so ein bisschen ausfransen. Hier ist es richtig fest genäht, das macht es nochmal hochwertiger. Schöne Münzen sind mit dabei. Eine tolle Box ist hier dann auch mit am Start und wie gesagt, 16 Booster nur von diesem Set, da wird nichts gemischt. Von daher, tipptopp, kann man nur empfehlen. Ich werde mir auf jeden Fall so ein Teil gönnen und das hier auf dem Kanal natürlich rauspacken. 160 ist ein strammer Preis, aber ich finde, der ist es wert. Und wenn ihr die günstiger bekommt, und ich habe zum Glück auch bei Amazon gesehen, die gab es da schon für 126,99. Also vielleicht haben wir ja Glück und die Pokémon Company sagt, ach, weißt du was, bei Celebrations gab es so wenige, jetzt produzieren wir extra mehr. Dann Däumchen drücken, dass jeder die Chance hat, so ein Teil zu bekommen, vielleicht sogar auch für einen etwas günstigeren Preis. Aber wenn ihr die im Laden eures Vertrauens seht, 160 ist ein normaler, regulärer Preis, das ist so, unverbindliche Preisempfehlung, da macht ihr nichts verkehrt. Auf jeden Fall kann man das Teil mitnehmen, definitiv. Und wie gesagt, mal ein bisschen abwarten, wie es dann von der Lage her ist, wenn das Ding doch wieder so selten wird wie bei Celebrations, was ich jetzt mal nicht hoffe und mir irgendwie auch nicht vorstellen kann. Puh, dann vielleicht noch ein zweites Teil Sealed irgendwie besorgen oder so, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der hier Investments betreibt, ja, aber so eine kleine Wertanlage könnte das Teil natürlich dann schon werden. Und es ist halt auch Mew, sieht dann einfach super süß aus. So, das ist aber noch nicht Ende der Fahnenstange, ihr Lieben. Ich habe gesagt, es gibt eine ganze Reihe an Produkten, die will ich hier mit euch durchgehen. Es gibt noch die Simsala EX-Box und auch die Zapdos EX-Box. Das ist so vergleichbar mit diesen klassischen V-Boxen, V-Kollektionen oder EX-Kollektionen, die wir in letzter Zeit hatten, zum Beispiel Mopex oder ähnliches. 4 Booster, da noch eine Promokarte. Hier bei Simsala ist sogar noch Abracadabra dabei, die besondere Holofoils, glaube ich, sogar haben. Für 24,99 mitnehmen, machst du nichts verkehrt, gar keinen Stress. Bei Zapdos ähnlich, da habt ihr die Zapdos EX-Karte und bekommt, so wie ich hier sehe, eine Electek-Karte noch mit dazu und eine Übergrößen-Karte, eine XXL-Karte von Zapdos EX. Und wie gesagt, das kommt dann am 6. Oktober oder Anfang Oktober raus für 24,99. Finde ich nice, gefällt mir. Werde ich definitiv holen. Und für diejenigen, die das Set komplett vervollständigen wollen, die brauchen natürlich auch die besonderen Holofoil-Karten, ne? Ist ja auch klar. Aber auch ein schönes kleines Präsent, wie ich finde. Dann gibt's noch zum Abschluss die Minitins. Die hatten wir jetzt schon bei Zenit der Könige zuletzt erblicken dürfen. 10,99 € kosten die, 2 Booster sind mit dabei aus dem 151-Set, sowie eine Bildkarte und wohl auch wieder Münzen. Also keine Sticker, sondern diesmal ist wohl jeweils eine von 10 Münzen dabei mit den verschiedenen Energiesymbolen. Kann man also auch da ein bisschen sammeln, gibt verschiedene Motive. Gengar finde ich richtig, richtig klasse. Oder auch das Dragoran mit dem Gifloor, Dragoran zuckerzuckersüß. Könnt ihr euch immer mal wieder welche snacken. Ich hoffe, die wird es auch, genau wie bei Zenit der Könige, ausreichend zur Verfügung geben. Das wäre schon richtig sweet. Und dann habe ich gesehen, und da weiß ich nicht, ob das mit 151 zusammenhängt, es wird noch neue Pokebälle geben. Pokeball-Tinboxen, ja? Es gibt den Köderball, Premierball und Superball. Ob da jetzt aber 151 drin ist, weiß ich nicht. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, das sind unabhängig davon. Aber ich wollte es mal mit erwähnen, falls die mit dazu stoßen sollten. Aber ihr habt gemerkt, da kommt eine ganze Menge auf uns zu ab dem 22. September. Mich würde jetzt mal interessieren, wie ist euer Kaufverhalten eigentlich? Holt ihr euch auch, wie ich, immer erstmal eine Top-Trainer-Box und dann schaut ihr mal, wie sich so entwickelt? Ich muss sagen, bei 151, ich freue mich sehr auf das Set. Die japanischen Displaypreise sind ja durch die Decke gegangen, also in Japan immer noch ungebrochen der Bann hier, was die Preise anbelangt. Kann aber auch daran liegen, dass es mittlerweile schwieriger wird, aus Japan Displays hier rüber zu schiffen. Also die Händler wissen ganz genau, dass sie uns hier ein bisschen das Geld aus dem Portemonnaie leiern können. Deswegen sind die Preise entsprechend hier relativ hoch, wenn ihr was wollt davon, aus dem japanischen Raum. Deswegen gucke ich lieber jetzt hier auf die deutschen Karten, beziehungsweise auch englische. Das ist ja auch immer noch eine Option, die ihr habt, wenn ihr online zum Beispiel was kaufen wollt. Aber mich würde halt trotzdem interessieren, was kauft ihr denn von den Dingern? Was ist so euer Favorit? Was gefällt euch so? Ich mag
den Ordner ja sehr. Ich freue mich auch auf die Top-Trainer-Box, weil das halt ein schöner Start ist. Und die Mini-Tins sind für mich auch immer sehr nice, um noch ein paar kleine Booster mal für zwischendurch zu snacken. Ja? Ihr habt ja auch gesehen, es sind einige Sets dabei, die sich auch als kleines Geschenk lohnen könnten. Gerne mal euren Input in die Kommentare. Und ich hoffe, dass das mit den God-Packs natürlich stimmt. Das wird dann besonders cool im Opening sein. Und dann sehen wir uns hoffentlich hier, wenn ich meine ersten Sets auspacke zu Pokémon 151. Danke fürs Einschalten. Dankeschön fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGreevy von GigaLabastia. Ciao, ciao.